Bam! In your face! Ja, wir haben Mittagspause, besser gesagt, Abendpause. Tschüss, Talon. Nein, wir sind auf der Mittagspause und ja, ist ganz geil. Das ist ein altes Schloss, finde ich cool. Wäre eine Karte für Left 4 Dead, durchaus. Wobei, also, es gibt ja. Alle, die das können, viel Spaß dabei. Wir nehmen es gerne. Aber da musst du dann wahrscheinlich echt viel modden. Der Holzbalken sieht schon geil aus, wie der langsam zerbricht. Ja. So, hier oben muss ich ein bisschen umdisponieren, was meine Fallen angeht, weil ich kann hier oben keine Wandfallen ansetzen. Keine einzige. Das heißt, ich werde meine Stachelfallen übernehmen. Einfach so ein Schuss. Ich kann hier oben eigentlich gar nichts machen. Ich kann hier jetzt in Ruhe mit Amuletten kämpfen. Das war's. Es gibt nur einen zentralen Kern mal wieder, das ist gut. Dann geht's. Nehme ich mir das und das Amulett mit und mein Ding und das war's. So, dann. Die Schubser brauche ich hier dann nicht. Nur du kannst links und rechts deine Stachelfallen aber ansetzen, die lösen aus. Da die Orks hier unten, nämlich noch genau hier lang gehen. Entschuldigung, jetzt ist mir gerade in der Nase gekribbelt, Alter, das war eklig. Boah, hier unten die Fläche ist extrem groß, wo die lang gehen, ey. Das ist der Wahnsinn. Nee, das ist eigentlich ziemlich easy, weil einige gehen hier lang, direkt an der Wand, la. Deswegen andere gehen auf der anderen Seite lang. Und andere gehen hier direkt am Tisch lang, la. Deswegen kannst du hier auch gut Stachelfallen an die Wand schlagen. Zum Beispiel an Pfosten kann ich keine anbringen, ich kann nur an den Wänden. Ja, das reicht aber ja, Dicke. Es wird lustig. Ich werde jetzt aber erstmal. Aber überlege mal, wie viel Munition ich gerade mal habe. Wie viel Gold. Ja, ich habe auch nicht viel, deswegen kann ich dir momentan noch keine Bodenfallen legen. Kann ich dir erst in der nächsten Runde machen. Ich brauche hier oben zum Beispiel keine Wandfallen, weil du hier auch keine Wandfallen setzen kannst. Kann ja auch nicht wirklich Wandfallen setzen, an der Treppe zumindest. Ja, die Treppe ist uninteressant. Dafür habe ich meine Amulette. Hier kannst du echt wenig Fallen setzen. Bau doch einfach nur vorne den Gang aus. Also hier links und so und zu dem Thema, auf der einen Seite Wand setzen. Ich kann auch an der einen Wand gar nicht setzen. Normalerweise kannst du die Wände hier... Ich kann nur hier an der Wand hier setzen. Auf der Wand kann ich nichts setzen. Ernsthaft nicht? Nee. Okay, dann brauchst du hier auf jeden Fall später Fallen. Gut. Aber wie gesagt, du kannst die auch ruhig hochkommen lassen. Ich habe Golem-Ammo bei und Blitz-Ammo, das ist nicht das Problem. Sag mir nur rechtzeitig Bescheid, damit ich die abfange. Ich mach das anders, ich habe noch die Schützen. Ach, stellst du die, willst du die hier oben draufstellen? Ja. Ja. Hui, ein Freund. Ja. Ach, und die ganzen Kronleuchter, die du hier siehst, die kannst du auch alle benutzen. Dachte ich mir. Kannst du den alle auf den Kopf sammeln. Wenn du willst, kann ich den über dir dann halt anschießen, musst mir nur sagen. Schrei mich dann einfach an, oder baller ich ihn dir runter. Oh, ich hab meine Punkte verballert. Hatte ich gerade einen DZ-Lex bei kurz? Ach, ich kann das Blitz-Ammo hier gar nicht einsetzen, oder? Alles also noch Hut da unten? Oder bei Hilfe? Alles gut. Sehr schön. Ja, warte, ich hab. Zu spät. Hätte sagen müssen, dass du die selber dabei hast. Lass uns mal gucken. Jetzt nicht so schlimm. Niemals. Die Kronleuchter habe ich immer. Ich hatte gerade Lust dazu, den Kronleuchter dir auf den Kopf zu sammeln. Lebt ihn da noch? Ich glaube, hätte ich doch eine andere Waffe nehmen sollen. Solange es geht, ist es gut, Kind. Oh, die kleinen Runner, die musst du jetzt gut abfangen. Ich habe meine Machine Gun, da geht das.
Okay. Weil ich wieder genug hab, baue ich dir da unten gerne Schwefelfeile. Heile schon. Ja, komm schon, komm schon. So, Regenwolken, ich seh nix. So, ersetze ich jetzt mal mit Schwefel. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich muss noch kurz aussetzen, bevor ich dann... Lass sie nur kommen. Oh, du kriegst einen Trolli. Ein Kritra-Trolli. Da. Und wir töten sie alle. Und töten sie alle. Ich trainiere schon mal, wie ich dich umhaue. Achso, willst du mich auch mit der Armbrust erschießen oder was? Tja. Okay. Bist du treu? Run. Ja, ich muss echt runnen. I keep running. Unermüdliche kleine Racker. Ich brauch's eigentlich ganz chillig. Ganz chillig und billig wie bei Penny. Ich hätte dann wirklich Zeit, bis ich bei der Krieger nur noch scheiße. Eine entzündete Marke. Hört auf, meinen Golem zu verprügeln, der ist viel schwächer als ihr und vor allem hört auf mich zu verprügeln, nein! Boah, ganz ehrlich, jetzt bin ich wegen diesem Scheißding gestorben. Nur weil du deine Viecher nicht bei dir behalten kannst. Sorry, die sind etwas schnell. Nur etwas. Uah. Scheiße, ey. Ja, klau mir die ganzen Münzen vor der Nase. Tu ich. Siehst du das nicht? Ich bin frustriert, lass mich. Eins dafür, dass du gestorben bist. Das kotzt gerade echt an. Passiert. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist doof. Bitte dich. Jetzt habt ihr den Zorn geweckt, den ihr niemals hättet wecken dürfen. Ich hab keine Mana mehr. Fickt euch doch alle. Und hier wieder was hoch. Selber was zu tun, sorry. Ich bringe ja ein bisschen was vorbei. Achso, naja, das ist aber nicht von dir. Bitte hinten anstellen. Dabei sagte ich dir doch extra, ich habe die Wäsche nicht von den Zimmern fertig. Es wird anstrengend. Das wundert mich eigentlich, dass das gerade so schwer ist, möchte ich fast sagen. Ja, die Fläche ist hier unten relativ groß. Ich kann halt gut ausweichen. Fallen. So. Ich kann die Pfeile hier unten aber auch nur scheiße legen. Ich kann die nicht nebeneinander legen, nischt. Bereit, eurem Geheiß zu folgen. So, jetzt hast du noch ein bisschen Brandy. Wilhelm Brand.
Ja. Und dann muss das jeden Kind. Mein Bogen ist euer. Dann sind wir jenseits. Ach, ich höre das singen und das. Kommen die am Ende noch das Geld so nicht? Die Gamer sagt, das dürfte nicht. Oh nein. Gibt es Rosenkrieg zwischen mir und der Gamer? Yay! Rosenkrieg, schenkst du Blumen? Durchaus, durchaus. Möchtest du einen? Ich habe Lilien im Angebot, Nelken, Rosen natürlich. So, ich bin soweit. Aber auch wunderschöne Orchideen, wenn du die lieber. Nee, ich stehe nicht auf Blumen. Gib mir ein ordentliches Bier, dann bin ich glücklich. Ja, damit kann ich auch gehen. Was willst du? Ich weiß, was verstehst du unter ordentlich? Das ist wohl die Frage. Schönes Graustal oder was? Nee, war. Oder noch Beck? Wernesgrüner. Ich bin Wernesgrüner Fan. Okay, gut, merke ich mir. Wobei, noch besser wäre ein schönes Guinness. Okay, kommst vorbei, geh mal ein Trinken, ich gebe deinen aus, ja? Spielen wir dann direkt noch eine Runde Billard, dann mach ich fertig. So, ich habe jetzt hier unten alles gut unter Kontrolle. Oh mein Gott, es ist ein Troll! Ich hab die falsche Taste gedrückt, aber er hat schon Leider nicht ich am Internet. Sonst eigentlich nur bei RTL, aber heute auch hier bei uns. Ich kann jetzt was Gemeines bringen, aber ich möchte eigentlich niemanden direkt angreifen oder verletzen. Nee? Was machst du immer mit mir? Bei dir ist das was ganz anderes. Mich schlägt's immer jeden Abend, ey. Immer voll in... Ja, aber bei dir ist das doch nur, weil du das magst. Eigentlich nicht so wirklich. Du hast gesagt, du liebst es, du stehst drauf. Vor allem, wenn ich dann die neuen Schwelle zu dir Catwoman oder was? Ja. In Wirklichkeit steht er total darauf, aber gibt es einfach nicht zu. Er ist halt einfach viel zu schüchtern. Ja, aber wenn man RTL so vergleicht, könnte man das mit Dr. Stefan Frankenbeiß und dem Arzt in die Frauen vertrauen. Und RTL ist halt so dem, der Sender, dem die Hartz-IV-Empfänger vertrauen. Das ist ein bisschen böse, oder? Bisschen. Soll ich das jetzt auspiepsen? Ey, aber komm, ganz ehrlich, wenn man sich das mal das Mittagsprogramm auf RTL gibt, ey, komm. Das ist so lachhaft. Da gucke ich lieber 20 Mal die Wiederholung von der Defense-Theorie oder so ein Scheiß. Schlimm ist es dann auch, wenn man krank ist. Antun, weil nichts anderes läuft. Alter, du bist tot! Gibt hier eine verkohlte Leiche weiter? Ich glaube, es hackt uns auf. Ich mach mit! Party hard, party hard, party hard! Sieg! Congratulations! Das wären aber keine 5, das wären maximal 3. Nein, das sind 4. Und halt nur, weil ich gestorben bin. Ja, du bist schuld. Jetzt kann ich das mal sagen. Oh, gute Zeit. Jo. Ich war gleich mit der Map davor gerade eben. Ist die Zeit hier echt scheiße. Wir waren viel zu langsam. Alter, wir hätten maximal 3 Minuten brauchen dürfen. Du bist langsam. Du! Hättest stellen zu dürfen. Aufgehobene Schädel, einer. Ja, me too. So, ich will da auch die Münzen aufheben. Kannst du nicht. So. Aber machen wir nicht lange drum rum. Wie viele Minuten haben wir? Nein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Auf der nächsten Karte, selbe Stelle, selbe Welle. Und das war voll geklaut. Bis dann.